Mein Name ist Bernd Ravens. Ich vertrete die Stadt Bremerhaven im Landtag in Bremen in der bremischen Bürgerschaft. Ich bin ein Bremerhaven-Kind, lebe hier seit 66 Jahren und aus dem Grunde, ich fühle mich hier wohl. Jeder Besucher, der hierher kommt, fühlt sich hier wohl und sagt, was habt ihr für tolle Luft hier. Das ist nicht wegzudenken für unsere Küstenregion und aus dem Grunde, ich werde hier bleiben und hoffentlich noch einiges bewegen können in den nächsten 4 Jahren. Ich bin in die Politik deshalb gegangen. Ich wollte was verändern und verändern kann man immer nur dann, wenn man aus der Opposition kommt und mit anderen Gedanken in die Politik geht. Ich wollte nicht in eingefahrene Schienen gehen, obwohl ich aus einer sozial geprägten Familie komme, habe aber doch mein Standbein in der CDU gut gefunden und das beweist ja auch, dass ich seit 36 Jahren für die CDU-Fraktion im Parlament sitze. Fast 50% der Bevölkerung sind Leute, die über 55 und 60 sind. Und gerade hier in Bremerhaven gibt es also, ich glaube, wenn ich das richtig weiß, 48% der Bevölkerung sind Leute, die über 60 sind. Und ich glaube schon, dass ich diese Leute gut im Parlament vertreten kann und werde und mich auch dafür einsetzen werde, dass Themen, die ältere Generationen betreffen, doch vermehrt wieder in die Politik eingebracht werden kann. Das ist die Gesundheitspolitik, die mir sehr am Herzen liegt, wenn ich alleine schon an die Erhöhung der Krankenkassenbeiträge denke. Ich glaube, wir müssen noch mal ins Eingemachte gehen, sage ich, was die Gesundheitspolitik anbelangt. Wir können die Bevölkerung nicht weiter belasten, wenn ich denke, die Rentenerhöhung von 1% und dann die Beitragserhöhung bei der Krankenkasse frisst sich gegenseitig auf. Das werden die Leute merken und auch Fragen stellen dazu. Wir befinden uns jetzt im Mediterraneo, ein Neubau, eine Einkaufspassage für Bremerhaven. Und die Gäste fühlen sich alle sehr wohl hier, weil es sehr hell ist und bei schlechter Witterung, und das ist ja in Bremerhaven des Öfteren so, ist das ein Anziehungsmagnet und hier muss jeder mal reingucken. Wenn ich Freizeit habe, sitze ich hier gerne, trinke meinen Cappuccino, um ein bisschen zu entspannen. Und wenn schlechtes Wetter ist, werde ich am Sonntag hier immer meinen Spaziergang machen durch das Columbus Center hier im Mediterraneo, meine Zeitung lesen und dann nach Hause gehen. Also ich fühle mich hier wohl. Meine Ideen sind, dass man den Standort Bremerhaven in Fischereihafen weiterhin ausbaut für die Windkraft, die Zukunftsindustrie in Deutschland schlechthin. Und da müssen wir eine Menge Anstrengungen unternehmen, dass die großen Firmen, die diese Windkraftanlagen bauen, hier in Bremerhaven ansässig werden. Da Investoren zu suchen, das muss unsere Aufgabe sein, in der Politik mitzuhelfen, diesen Standort so liebenswert zu machen und auch so tatkräftig auszubauen, dass wir qualifizierte Arbeitskräfte auch nach Bremerhaven ziehen und auch hier noch weiterhin ausbilden.